Herzlich willkommen am 22. Juli 21, Donnerstag, glaube ich. Ich bin völlig raus aus Zeit und Raum. Ja, denk nochmal drauf: Abonnieren, liken, teilen. Ich habe mir jetzt da, das ist ja für mich noch der 21. und am Renovieren übrigens so meine Gedanken gemacht. So zweierlei Stichworte, die jetzt da mal erwähnen möchte. Das erste Stichwort ist Restle. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der hat da einen Post abgesetzt, dass in dem Hochwassergebiet ja Rechte und Querdenker und was weiß ich sich als Helfer freiwillig gemeldet haben und da einfach hingefahren sind und helfen. Und der Restle findet, das soll nicht sein, die sollen verschwinden und das, die professionellen Helfer nicht im Weg rumstehen. Meister Restle, dass ihr vom Staatsschmarotzerfernsehen, dass ihr gesellschaftlich ja wirklich die Kellerwohnung bewohnt, ne? Das müsst euch ja mittlerweile klar sein. Das ist ja das allerletzte, was ihr da abfeiert, ne? Wie geht's eigentlich nur Stufen tiefer? Seid ihr noch nicht ganz unten oder was? Ihr Staatsparasiten. Also die, ihr seid ja die, ich darf jetzt an die Jana Heigl vom Bayerischen Rundfunk erinnern, die ja gewarnt hat, dass irgendwelche Kanäle mit der Panik ihr Geschäfte machen. Da hat er doch, hat's doch bestimmt den Restle vom Monitor, vom ARD gemeint, oder? Weil außer Propaganda hat der Typ ja noch nichts zusammengebracht und er macht ja da seine Geschäfte, umsonst macht das ja nicht. Er zockt sogar die Menschen dafür ab. Also ganz ehrlich, Monitor war vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung, längerer Zeit, war das einmal ein Magazin, wo aufdeckt worden ist. Mittlerweile, na, kann man so wieder Lustigprinzip abschalten und diesen Typen einfach rauswerfen. Einfach fristlos entlassen und keinerlei Bezüge mehr. Das ist widerwärtig. Das ist sowas von widerwärtig. Und dann kommen wir bei der Gelegenheit gleich zu den professionellen Kräften. Restle, meinst du wohl ja die Schlägertrupps vor die Bullen? Die jetzt da die ganzen Hilfskräfte, die sich da freiwillig melden, schikanieren und drangsalieren. Diese Bullen, diese Nullnummern, die keinerlei, aber überhaupt nicht ein bisschen Hilfe an die Bürger leisten, sondern sich nur der Merkel und euren Panik-Kasperdei da nur anbiedern. Und dann habe ich heute noch ein Video gesehen. Da habe ich jetzt lang drüber nachgedacht, weil das hat mir ehrlich gesagt irgendwo verwundert, verwirrt, verwundert. Das war vom Feuerwehrmann aus Niedersachsen, der sich da zu Wort gemeldet hat, dass sie mit 300 Leuten und 50 Autos in das Katastrophengebiet gefahren sind und wurden weggeschickt. Begründung, sie hatten keinen Auftrag. Lieber Feuerwehrmann, da habe ich jetzt mein Problem mit, ne? Lieber Feuerwehrmann, du hast dir an für die meiner Ansicht nach wichtigsten und ehrenvollsten Ehrenämter ausgesucht, das wir im Land zu bieten haben. Die Gesellschaft hat sich entschieden, lieber irgendwelche Prügelbullen zu bezahlen, die irgendwelche dubiosen Kasper-Maßnahmen durchdrücken, anstatt Menschen in Not zu helfen. Das hat die Gesellschaft so beschlossen. Nehmen wir es einfach mal so hin. Ich hätte gesagt, die Bullen, die können wir einfach rausschmeißen, die brauchen wir nicht. Wir stellen um und leisten uns Berufsfeuerwehren. In jeder
Das ist eine Kommune. Man, sowas kann man denken, wenn man dieses ganze Prügelbullenzeug einfach rausschmeißt. Das sind gewaltige Mittel frei. Also kann man in jedem Dorf mit 3.000, 4.000 Einwohnern, kann man zumindest einmal eine gewisse Berufsfeuerwehr aufbauen. Aber die Gesellschaft hat es lieber anders. Die Nothilfe sollen irgendwelche Freiwillige machen und Staatsterror machen dann Professionelle. Okay? Man will die Gesellschaft so akzeptieren. Jetzt komme ich aber wieder zurück zu dir, lieber Feuerwehrmann. Du sagst, ihr habt keinen Auftrag gehabt. Jetzt habe ich doch gerade überlegt. Ich stelle jetzt ja nur Fragen. Ich prangere nicht an, es ist alles gut. Ihr seid ja hingefahren. Allen Respekt. Wenn ihr jetzt da unter der Fahrt, fahrt da über Land, stellt fest, oh, da brennt ein Haus. Fahrt ihr da weiter oder löscht ihr dann da? Bloß einmal so als Gedanke, weil es könnte ja sein, dass ihr sagt, oh, da haben wir jetzt keinen Auftrag. Fahren wir mal lieber wieder. Oder wie läuft es denn da? Ich habe immer mir den Feuerwehrleitspruch war doch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Habe ich mal gedacht, vor Auftrag war jetzt da nicht die Frage. Und dann stellt sie mir jetzt die Frage, wer erteilt den Auftrag? Kann es sein, dass das vielleicht irgendeiner ein Beamter macht in einem Ministerium, also die jetzt gerade aufs brachialste, wie man versagen kann, versagt haben und der vielleicht gerade Feierabend hat? Oh, Wochenende, nee, komm da morgen doch wieder, Samstag, ich mache jetzt da, habe jetzt Wochenende. Katastrophe hin oder her, ist doch Wochenende. Also, ganz ehrlich, lieber Feuerwehrmann, wenn ich jetzt Feuerwehrmann werde, ich bin es nicht mehr aus Gründen. Und wer doch hier, wer will man da aufhalten? Wer in Deutschland bitte kann dann zu mir sagen, ey, pff, ihr geht wieder. Ohne dass derjenige, was schon, er riskiert, dass er irgendwo als Vermisster gilt. Aber zumindest, sorry, hallo, geht's nur, wir sind hier 300 Leute, 50 Auto, auf geht's, Avanti. Aktionismus, das sind Leute, die brauchen Hilfe und auf den Beamten ist Pfiffen, wenn er ein Problem hat. Ja, dann soll er zum Psychiater. Also seid mir ehrlich nicht böse, aber mit Auftrag, das ist ja dünne Besch das ist dünner. Also entweder Ehrenamt, ja, sehr wichtig, sehr ehrenvoll, und dann machen. Und auf irgendwelche Fotzbeamte ist geschissen. Das interessiert einfach nicht. Die sollen sich mit ihrem Papier und sollen ihre Faxe hin und her schicken und möglichst nicht im Weg stehen. Das können sie recht gut und dabei lassen wir es danach. Und mit diesen Gedanken wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich habe jetzt noch ein paar Termine und dann werde ich mich wieder Richtung Tschechien verabschieden und werde mich dann darum kümmern, dass morgen anständige Videos kommen. Ich bedanke mich und bis morgen.